Jo! Hallo? Es ist Samstagnachmittag, 16 Uhr. Und wir melden uns hier live, diesmal wieder über Facebook, vom Achtelfinale im Triplett Feminin Europameisterschaft hier in Spanien, in Santa Susana, Deutschland gegen Frankreich. Zum zweiten Mal treffen die beiden Teams aufeinander. Gestern in der ersten Runde hat Frankreich ganz klar gewonnen. Aber heute ist der Tag der Revanche. Liebe Anna, liebe Caro, liebe Aileen und liebe Lea und natürlich Lara, wir drücken euch wieder. So, das war gerade meine Kollegin Florence Trédu, die Streamerin der Franzosen. Wir kennen uns schon aus Monaco und aus Martigny, haben uns auch ein bisschen vernetzt, werden wahrscheinlich auch ein bisschen zusammenarbeiten auf anderen Turnieren. Haben wir schon abgestimmt. Sehr gute Streamerin und auch Coach in der Jugend in Frankreich. Bei den Franzosen auf dem Platz. Alexia Pinto auf der Pointeursposition. Nelly Perret am Schuss und Charlotte Barrot spielt Perrot erstmal auf der Bank als Auswechselspielerin. Und ja, wir hoffen alle, und ich hoffe, ihr in Deutschland auch, dass heute Tag der Revanche ist. Die Deutschen spielen um Einzug ins Viertelfinale. Das war der Angriff. Liebe Aileen, liebe Anna, liebe Lea, Caro, haut rein. Holt zu euch. Noch zu erwähnen, Bulligende, Davide Vantec, zweifacher Weltmeister. Ist der Coach der Französin an der Technik mit Sandra Pahl . Wir übertragen hier auf Facebook, wie gesagt, wir haben es versucht mit unserer Kamera, das Internet packt es nicht, es ist nicht möglich eine durchgehende Internetverbindung zu haben. Ich kriege auch selber hier über Facebook, übers Telefon angezeigt, langsame Internetverbindung. Und die Franzosen beginnen, die Französinnen mit Alexia Pinto, spielt ihre erste Kugel. Schweinchen liegt ungefähr 7 Meter. Schon eine enge, gute Kugel. Lea, die ja gestern im letzten Spiel gegen Luxemburg wirklich fantastisch gelegt hat. Ja, wir sind gerade erst kurz vor Beginn der Spiele sind die Terrains bekannt gegeben worden. Deutschland spielt auf Bahn 10. Es ist wieder heiß hier und es ist kein Fleckchen Schatten auf dem Platz. Es geht zwar ein leichter Wind, aber davon kriegen die Spielerinnen auf den Plätzen nichts mit. Thank you.
Schöner Schuss von Caro. Ganz unaufgeregt in den Kreis gegangen. Ganz locker weggemacht. Alexia pinnt um in ihrer zweiten Kugel. Bleibt erstmal vorne hängen. Sehr eng hier. Wie gesagt, ich bin hier auf engstem Raum umgeben von netten Kollegen. Direkt neben mir die niederländischen Freunde von Petanque Live. Und zu meiner Rechten meine Kollegin Florence Trédu, die für den französischen Verband kommentiert und streamt. Ja, Punkt jetzt erstmal von Charlotte Larotte geholt. Und die Mittelspielerin, die Milieuse Eileen Genal, die gestern gegen die Slowakei das Spiel so vorangetrieben hat. Man hat richtig gesehen, sie wollte es und sie will auch heute. Und wie sie heute will. Starke Kugel von Aline. Hier geht's alles oder nichts. Barfuß oder Lackschuh heute. Die Französinnen haben hier das Turnier nicht überragend gespielt. Ah, Nelly Perret hat auch gestern anfangs in der Partie viele Fehlschüsse gehabt. Und ich glaube, unsere Damen sind so gut aufgestellt, da jetzt entgegenzuwirken. Und was bemerkenswert gestern war, was gut zu beobachten war, bei einem hohen Kugelvorteil, waren die Deutschen immer sehr stark und haben konsequent dann auch die hohen Kugelvorteilaufnahmen genutzt für hohe Punktzahlen, um halt auch das Spiel ins Finish zu bringen, ein gutes Finish zu spielen. Dreimal 13 zu 3 gewonnen. Dreimal mit zwei sehr hohen Aufnahmen. Und ich denke, das ist gerade gegen die Franzosen die richtige Medizin, die jetzt leer gespielt sind im ersten Man. Und Aline mit ihrer zweiten Kugel, Punkt bei Deutschland. Und es wäre auch mal ein Novum jetzt auf dieser EM, wenn Deutschland in Führung gehen würde. Und das sieht gut aus hier. Und Caro.
So, 2 Punkte für Deutschland nach der ersten Aufnahme. 2-0. Zweite Aufnahme beginnt. Der kommt über rechts, auch wenn es ein bisschen kurz aussieht. Gerade gegen Luxemburg hat sie gestern mit solchen Kugeln 3 bis 4 gezogen manchmal. Das liegt, glaube ich, auch einfach an der Beschaffenheit des Bodens. Es ist nicht so super einfach, dorthin zu legen. Ja. Alexia Pinto. Bringt ihre Kugel auf Punkt. Super starke Kugel von Lea. Da wird Nelly Perret in den Kreis gehen. Weit vorbei. Wir haben gerade die ersten beiden Aufnahmen im Pendant zum gestrigen Spiel. Kann man schön beobachten, Deutschland führt in der ersten Aufnahme. Und die französische Schießerin hat hier noch nichts groß gebracht. Jetzt hat sie die Kugel getroffen, erstmal Platz gemacht. Und ja, schön, man sieht es hier an der Körpersprache. Eine sehr entschlossene Eileen Jenal. Was sehr schön zu sehen war hier auf dieser Europameisterschaft. Diese 4 Damen, die für uns auf dem Platz stehen in dieser Woche, sind zu einem wirklich guten, vertrauten Team zusammengewachsen. Sehr starke Kugel in den Konter gelegt von Eileen Jenal. Anna Lazaridis erstmal auf der Auswechselposition oder Einwechselposition, wie man es nimmt. Zweite Kugel von Alexia Pinto tangiert das Bild nur. So, Charlotte Darrot hat noch 2 Kugeln. Applaus
Die holländischen Spielerinnen stehen jetzt alle komplett vor unserem Bild. Starker Schuss von Caro. Beide Kugeln rausgenommen von den Französinnen. Letzte Kugel jetzt für die Französinnen in der zweiten Aufnahme. Bleibt zu kurz. Oh. Französinnen sind leer gespielt und jetzt wird gemessen. Chef d'équipe, Sigires, mit jedem Ehemann von Anna und Philipp Niermann, Lebensgefährte von Caro, sitzen in der VIP-Lounge auf dem Balkon und schauen zu. Ein Punkt genommen. Fürs deutsche Team, neues Spielchen 3-0. Deutschland 3, Frankreich 0. Ja, noch so eine Aufnahme, wo wir die Französinnen nicht zu Rand kommen. Wohlwissend auch, dass sie hier nicht ihre beste Leistung gezeigt haben, die Französinnen. Die stehen immer unter Druck, sie sind immer die größten Favoriten auf jedem Turnier, auf jeder Meisterschaft. Da ist auch die Erwartung vom eigenen Verband immer sehr hoch. Gute Kugel von Lea. Die Kugel ist verunglückt. Auf dem Terrain. Quasi auf dem Turnier hängen geblieben und hat sehr viel Schwung verloren und ist rausgelaufen.
Nächste Kugel. Jo, kommt erstmal dran. Hat zwei Kugeln gekostet. Deutschen Spielerinnen haben eine ganz andere Körpersprache als gestern im ersten Spiel gegen Frankreich. Ah, die haben sich fürs Legen nochmal entschieden. Ein bisschen durchgelaufen ist sie. Knapp vorbei von Caro. Ja. Wartet sich noch einer. Aline legt erstmal. Super Kugel über Beck, ganz stark gespielt von Aileen Genal. Zwar jetzt leichter Kugelnachteil. Und wieder ein Fehlschuss von Nelly Perret. Sauber getroffen. Schön die Kugel. Weich weggeschossen. Cochonné bleibt liegen. Punkt auch. Come on, Aileen. Super starke Kugel gespielt. Er hat gereicht. Ist alles super eng. Die Streamer dürfen nur auf einer Seite hier stehen. Das ist hier alles hochoffiziell geregelt. Auch alle, die für ihre Nationalverbände hier filmen, dürfen nur mit einer Kamera arbeiten. So, jetzt haben wir schon wieder Kugelgleichstand.
Ah, Charlotte. Darot läuft weit durch mit ihrer letzten. Und das Bild sieht so aus, als hätte Deutschland einen Schuss für zwei. Muss hier auf. Nein, links hat er hoch. Links auf dem Kamen. Knapp vorbei. Ein Punkt für Deutschland. Deutschland bleibt am Cochonné. Deutschland 4, Frankreich 3 nach 3 Aufnahmen. 0 nach 3 Aufnahmen. 4:0 für Deutschland. Schön zu sehen, wie die beiden, Caro und Aileen, am Bild in Kontakt mit ihrer Lehrerin Lea stehen. Und nicht nur im Augenkontakt. Bis jetzt eine tolle Teamarbeit hier von den dreien gegen die hochfavorisierten Französinnen. Lea holt den Punkt wieder. Ja, David Ledantec signalisiert den Schuss, wo man sich eigentlich schon fürs Legen geeinigt hat. Und dann schießt ihn Caro Seplas. Starke Kugel, ganz stark, Aileen Genal. Wir haben jetzt auch eine Information über die gelbe Karte, die euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Caro ist beim Schuss zu früh aus dem Kreis und das wurde dann mit Gelb geahndet. Thank you.
Ja, es wackelt hier immer ein bisschen, das, was ihr zu Hause mitbekommt. Aber hier ist es mega eng an der Barriere zu den Terrains. Natürlich auch Zuschauer dabei, Offizielle mit dabei. Sandra hat eigentlich das Stativ die ganze Zeit in der Hand, um hier mal von links nach rechts zu gehen, um die Bilder einzufangen. Steht uns die Ungarin im Bild und macht sich die Haare. Schalat Darot, weit rausgelaufen. Ja, ein bisschen zu lang. Französinnen sind leer. 3 Kugeln jetzt noch in deutscher Hand. Punkt liegt. Ja, Charlotte Darot war hier bei den Französinnen im gesamten Turnier noch die konstanteste und solideste Spielerin. Aber sie wirkt auch nicht gerade super sicher hier in dem Spiel. Wir merken schon, das ist ein anderes deutsches Team wie gestern Morgen. Auch Aline Lang läuft ein bisschen raus, hat den Weg nicht richtig gefunden. Zwei Kugeln noch bei Caro. Alle Caro. Ja, da ist irgendwas da vorne, eine Bodenwelle oder so. So glatt, wie der Boden nämlich hier aussieht, so plan ist er nicht. Ist ein unheimlich welliger Boden hier. Ein Punkt für Deutschland. 5:0 für Deutschland. Deutschland 5, Frankreich 0. Eins, zwei, drei, vier. Nach der vierten Aufnahme, jetzt zur fünften Aufnahme, wird gewechselt. Alexia Pinto wird den Platz verlassen, die Legerin.
Für sie kommt Cindy Perrault. Wir warten jetzt natürlich, weil das Cochonnet aus dem Nachbarspiel Polen gegen Monaco aufs Terrain. Der Deutschen ist. Und da ja nicht mehr auf Zeit gespielt wird, sondern ohne Zeitbeschränkung, heißt auch internationale Regel, und die müssen auch noch gemessen werden, da kommt der Schiedsrichter noch. Spiel jetzt unterbrochen. Das heißt, es wird auch keine Folgen haben für die Spieler hier auf der Bahn 10, für die Deutschen und für die Französinnen. Aber bei der Regelauslegung auch seit Martini sind die Schiedsrichter sind angehalten, hier konsequent Regelverstöße, kleinste Regelverstöße oder Regelübertretungen. Regelverstöße hört sich immer so hart an, zu an. Wie gesagt, es wird international jetzt gespielt, keine Zeitbegrenzung. Es geht bis 13 durch. So, es geht weiter hier auf dem Platz. Fünfte Aufnahme. Fünf-Null für Deutschland. Starke Kugel von Lea, sehr gut. Lea macht da weiter, wo sie gestern gegen Luxemburg aufgehört hat im fünften Spiel. Die kommt immer runter, wenn die Und Charlotte Larotte jetzt auf der Ponteursposition. Ja, kommt zentral auf Punkt. Fall für Caro Birkmeier. Starker Schuss, ganz weich, die Kugel ist weg. Zweite Kugel bleibt zu kurz.
on a dit passer milieu. Nali Pere jetzt in der Mitte. Bleibt auch mit ihrer Kugel zu kurz. Ah, mit der zweiten kommt sie. Frage ist jetzt, ja, Caro geht dran. Caro geht dran. Absolut richtig. Vier Kugeln noch in deutscher Hand. Lea hat noch eine. Eileen zwei und Caro noch eine. Klasse. Und die musste auch weg. Und jetzt noch zwei Kugeln von Cindy Perrault. Spielt natürlich stark. Und Eileen. Come on, Eileen. Falscher Schuss. 5-0 für Deutschland. Noch eine Kugel für Cindy Perrault und noch zwei für Deutschland auf der Hand. Mit drei Schüssen jetzt die hintereinander die Punkte verteidigt. Oder den Punkt verteidigt. Zufrieden sieht es in die Peru jetzt nicht aus, nach der Kugel. Doch, Cindy Perrault hat den Punkt. Er war zu lang, schade, Eileen. Ja, wird zu Punkt schießen. Lea schießt zu Punkt. Oh, der war knapp. Schade. Ein Punkt für Frankreich. Neuer Spielstand. Deutschland 5. Frankreich 1.
starke Kugel jetzt von Charlotte Larotte. Und super Kugel von Liam Mitschka. Genau wie gestern gegen Luxemburg. An der Außenlinie, nur auf der anderen Seite. Und Sinipero am Schuss. So ist der erste Schuss von ihr in diesem Spiel. Ne, der zweite, er ist halt getroffen. Entschuldigung. Zwei Fehlschüsse jetzt. Ja, man sieht es den Französinnen an, dass die niedrige Trefferquote in dem Spiel was mit ihnen macht. Und die deutschen Damen ganz entspannt am Ende des Bildes, am Ende des Feldes. Noch ein drittes Mal drauf gegangen, jetzt aus der Mitte von Nelly Perret. Zwei Kugeln noch in der Hand der Französinnen. Man sieht, Charlotte Larotte hat Druck. Noch nicht. Und sie müssen sich leer spielen an Leas Kugel. Auf jeden Fall jetzt schon ein enormer Kugelvorteil für Deutschland. Und wir haben es gestern gesehen, was sie in drei Spielen daraus insgesamt 6-mal gemacht haben. Nämlich hohe Aufnahmen. Konsequent den Kugelvorteil ausgenutzt. Fünf Kugeln in der Hand. Jetzt wird mir wieder mit Lara Koch beraten. Thank you.
Ja, auf der Außenbahn, jetzt auf der Bahn 8, haben die Spanierinnen gewonnen. Und toller Schuss. Es ist halt nicht so gut zu sehen, wie eng es da vorne vor dem Bild ist. Aber es scheint Platz genug zu sein, dass Lea noch legt. Lea bleibt schon mal am Bild und guckt noch mal. Zu weit über rechts gekommen. Konnte jetzt gerade mal einen kleinen Blick auf die Kommentare werfen. Ein Punkt für Deutschland. Neuer Spielstand 6:1. Allemagne 6, France 1. Sechs zu eins für Deutschland. Starke Kugel von Lea. Ja, ich konnte gerade mal in die Kommentare schauen. Schöne Grüße in die Pfalz, in die Sonnenpfalz. Oh, sie wackeln. Die Französinnen wackeln. Noch unglücklich gelaufen. Cindy Perrault nimmt das Cochonnet mit. Und der Punkt immer noch ganz passabel. Das Spiel natürlich jetzt sehr verlängert worden. Oh. Charlotte Rott kommt jetzt erstmal. Drei Kugeln schon wieder weg aus französischer Hand. Oh.
Er macht sich gerade schon auch von der Bank her ziemlich viel Unruhe im französischen Team bereit. David Ledantec steht jetzt hinter Lara Koch. Ganz starke Kugel von Lea. Klare Ansage von David Ledantec. Nelly Perret soll schießen. Da kam sie nicht dran. Oh, da ist sie unzufrieden. Da ist sie unzufrieden. Eileen läuft raus. Zwei gegen zwei Kugeln. Spielstand 6:1 für Deutschland. Das sind hier die Fakten in der sechsten Aufnahme. Gute Kugel von Caro. Starke Kugel von Caro. Punkt markiert. Natürlich wird Nelly Perret jetzt schießen. Bei einem Kugelvorteil von zwei Kugeln.
Schießt drüber. Und Charlotte Rott noch eine Kugel. Aber es ist irgendwie charakteristisch jetzt hier. Die Französinnen wackeln. Haben ja einige solche Spiele schon hingelegt, aber hier geht es halt um was. Ein Punkt für Deutschland. Schön gespielt, Caro. Das war die 7. Aufnahme. Und da steht 7:1. Für Deutschland. Und jetzt ändern sich hier in beiden Teams nochmal die Körpersprachen. David Ledontek signalisiert seinem Team, wechseln. Ne, drehen. Läuft ein bisschen durch, Leas Kugel. Aber momentan macht selbst so eine Kugel Druck. Nelly Pereira jetzt auf 1. Kommt zwar an den Punkt. Aber auch eine gute Vorlage für Lea Mitschka. Jetzt dort. Eine schöne Druckkugel zu legen. Weil das Schießen ist die Schwachstelle im Moment im französischen Team. Lieber was kurz. Treffer nach der zweiten Kugel jetzt von Cindy Perrault. Das Cochonet mit ins Ausgeschossen. Nuller Aufnahme. Und wir gehen in die 9. Aufnahme.
Gerät kommt erstmal an den Punkt. Lea greift wieder an. Oh. Das sah nach einem richtigen Sandloch da vorne aus, so wie ich das erkennen konnte. Stark, Aileen! So, die einzige Konstanz, was man leider sagen muss, was natürlich auch schade ist, aber ist jetzt bei den französischen Schießerinnen hier in dem Spiel, dass eine immer nicht trifft. Also die Quote, und die ist wichtig in so einem Spiel. Besonders wenn man mit zwei Schießerinnen arbeitet, denke ich mal. Und man sieht es den Französinnen noch an, sie sind alles andere als zufrieden. Nicht nur über den Punktestand, sondern sie kommen einfach nicht ran an ihr Spiel. Und wieder eine starke Kugel von Aileen Genal. Charlotte Darrot auf der 2 jetzt wieder zum Nachschießen. Ja, das war Pech. Das Cochonnet gekontert. Und Aileens Kugel gekontert. Punkt weiterhin fürs deutsche Team. Und Nelly Perret mit der letzten Kugel in dieser Aufnahme. Fehlschuss.
Jawohl. Punkt geholt. Bravo, Caro. Acht-eins für Deutschland. Neunte Aufnahme. Und jetzt, so wie gestern gegen Luxemburg oder gegen Litauen oder gegen die Slowakei, eine zwingende Kugel, die viele Kugeln kostet und dann einen Vorteil konsequent ausnutzen. Starke Kugel von Lea. Das wär's jetzt. Gute Kugel von Nelly Perret. Alle Karo. Knapp dahinter. Zwei Fehlschüsse. Kommt leider rausgelaufen. Come on, Aileen. Gute Kugel vorne im zentralen Weg vor
ins Ziel gelegt. Wie gesagt, der Boden ist sehr wellig dort auf den Bahnen. Das ist alles gar nicht so einfach hier zu legen. Das sieht alles sehr gut aus, was das deutsche Team hier auf den Platz bringt. Bis jetzt. Das war natürlich ein richtig fantastischer Schuss. Ja, die wollen natürlich jetzt die hohe Aufnahme schießen. Sieht bis jetzt nach 3 Punkten für Frankreich aus. Ja, Charlotte Larotte bringt die auch noch. Ja, das sieht nach einer hohen Aufnahme für Frankreich aus. Sidney Perrault jetzt mit der letzten Kugel. Stellt sich natürlich die Frage, wie gut können die Französinnen jetzt mental von der hohen Aufnahme profitieren? Das war ein Sechser. Sechs Punkte für die Französinnen. Neuer Spielstand jetzt 8-7. So Mädels, macht euch keinen Druck, ihr braucht keine 6, ihr braucht noch 5. Ah, Mann. Okay, Caro. Thank you.
Bisschen zu kurz. Mach mal ein Foto von denen, von Französinnen. Von den Jungs auf dem Balkon. Gute Kugel. Starke Kugel. Das war die richtigste Kugel, die man dann jetzt spielen konnte. Was zu trinken. Geh mal rein, lass dir zwei Becher geben, dann machen wir hier vorne am Tank voll. Stark gespielt. Von Eileen Jenal. Ja. Cine Peru signalisiert Sauschuss. 4-4. Und sie macht so ziemlich alles weg. Da vorne, was an Verteidigung dort lag. Der Sechser hat mental dann doch zumindest bei den Französinnen positiv was bewirkt.
Spiel dauert jetzt schon anderthalb Stunden. 8-7 für Deutschland. Deutschland wechselt aus. Zwei Punkte für Frankreich. 9-8 jetzt für die Franzosen, 8-9 aus deutscher Sicht. Nach 11 Aufnahmen steht es hier jetzt 8-9 gegen Deutschland. Die Französin jetzt zum ersten Mal in dem Spiel in Führung. Deutschland hat gewechselt jetzt. Lea Mitschka ist vom Platz. Und Anna Lazaridis jetzt im Team, jetzt im Spiel. Auf dem Terrain Nummer 10 gegen Frankreich im Achtelfinale der Europameisterschaft Triplett Feminin. Französinnen haben sich natürlich gefangen nach dem Sechser. Die wackelten ganz schön. Starke Kugel von Anna Lazaridis. Schade. Schade, Anna.
Genau, jetzt auf 2 gewechselt. Starke Kugel von Caro Burgmeier, die jetzt auf der 2 spielt und Eileen natürlich auf der Tireurs-Position. Punkt genommen. Ja! Caro Surplace von Aline. Ganz stark. Zirkerchen. Lupenreines Surplace. Zwei am Boden. Zwei auf dem Boden. Stark gespielt von Aileen Genal. Drei Punkte. 11. 11 zu 9.
aus französischer Sicht 9/11. Kleiner unverschämter Scherz am Rande. Bleib dran, bleib bitte dran. Und jetzt die Eingangskugel von Anna. Läuft erstmal ein bisschen durch. Hier geht's ins Finish langsam. Das heißt langsam, wir sind mittendrin. Jede Aufnahme sind 6 Punkte zu vergeben. Oder möglich. Ah, Nelly Perret markiert den Punkt. Kann ich mich auch mal einen Moment setzen. Ah, läuft ein bisschen raus. Schade, Caro. Komm dann ins Cochonnet. Ihre Kugel läuft ein bisschen raus. Kann man erleben. Ja! Starke Kugel!
ganz starke Kugel von Caro Birkmeier jetzt hier. Komm noch ins Bild. Stellen sich jetzt alle hier hin, damit keiner stört. Nelly Perret bleibt zu kurz. Kann gerade nicht sehen. Okay. Scheint nur ein Punkt zu sein bis jetzt bei den Französinnen. Jetzt sind zwei sicher. Kann für drei schießen. Schiedsrichter wird jetzt zum Messen geholt. So, wir zeigen jetzt gerade mal hier in die Runde rein. Hier ist es ganz schön voll.
Nebenan auf der Bahn 11 noch ein Achtelfinalspiel, die Monegassen gegen Polen. Und jetzt wird es spannend hier. Das war bitter. 4 Punkte, 13-11 verliert Deutschland das Achtelfinale gegen die Französinnen in einem mega starken Spiel. Anna, Eileen, Caro, Lea, ihr habt uns viel Freude gemacht hier. Ihr habt ein tolles Spiel heute gemacht. Ihr hattet sie wirklich am Rand des Abgrunds gehabt. Der Sechser war es. Die konnten sehr stark profitieren mental, die Französinnen. Und haben es dann am Ende doch gemacht und sind für viele jetzt erwartungsgemäß im Viertelfinale. 9. Platz für die deutschen Damen. Einer muss natürlich vom Platz gehen als Verlierer. Schade, dass es unsere sind. Ich verabschiede mich erstmal. Gebe das Mikrofon jetzt gleich noch weiter an Sandra, die noch was zu sagen hat. Ich verbleibe jetzt hier. Das war's für uns. Schon aus Santa Susana. Bis dann, euer Rolfi. Ja, wie ihr gesehen habt, ist die CEP gerade bei unseren beiden Coaches. Das hängt damit zusammen, dass sie beschlossen haben, Alkoholtests, wie sie in den letzten Tagen auch bei Schiedsrichtern und anderen Spielern vorgenommen werden, durchzuführen. Und er hat gerade bekannt gegeben, dass den beiden Coaches, dass 2 pro Team kommen müssen. Und das erleben wir gerade. Damit verabschieden wir uns aber wirklich. Ihr seht unsere Mädels. Und du darfst ihn rüsten. Ja, sie sind niedergeschlagen, ist klar. Sie sind enttäuscht. Wir sind alle ein bisschen enttäuscht, aber wir haben ein Megaspiel hier gemacht gegen diese hochfavorisierten Französinnen. Die nächste EM kommt, Mädels. Ihr werdet Gelegenheit haben. Macht's gut in Deutschland. Das waren unsere Übertragungen von der EM. Und wir verbleiben hier, Sandra Pahl und Rolf Leinert. Bis demnächst mal.